Entschuldigung. Brauchen Sie noch lange? Was? Hat einer von euch eine Pizza bestellt? Wie wär's, wenn wir uns vorstellen? Der beliebteste Ort in London für Selbstmorde, in der beliebtesten Nacht für Selbstmorde. Ich hätte es wissen müssen. Klar bin ich nicht allein. Okay, ich habe einen Vorschlag. Niemand bringt sich um bis zum Valentinstag. Wenn wir das mal nicht bis ans Ende bereuen. Hey, Moment, steht unser Pakt auf der Rückseite von deinem Abschiedsbrief? Ja, sieht so aus. Weißt du das? Bist du an die Presse? Nein! Viele von uns verfolgen fasziniert die Geschichte der vier vom Hochhausdach. Wir erzählen unsere Geschichte, nicht ihre. Wir waren startklar. Ich würde es beschreiben, es war ein Engel. Und er sah aus wie Matt Damon. Matt Damon? Wer ist Matt Damon? Jetzt weiß ich's. Ihr habt alle was miteinander. Was? Ja, ja, genau. Volltreffer. Vier Menschen überleben ihren Selbstmord, schöpfen Hoffnung. Du weißt schon. Ja, das ist ziemlich cool. Hm? Das ist alles zu viel, Amy. Das ist mein Dad. Er sagt jetzt wahrscheinlich was Bewegendes. Das mit ihrem Sohn tut mir sehr leid. Er ist nicht gerade in Topform heute. Hm? Hat Ihnen mal jemand gesagt, dass Sie ein ziemlicher Idiot sind? Ich bin Politiker. Das höre ich den lieben langen Tag. Ich wollte nur nachsehen, ob es dir gut geht. Bist du lebensmüde? Oh. Wir haben es geschafft. Und nichts, gar nichts hat sich geändert. Alles hat sich geändert. Das ist kein Tee. Ich wollte Tee. Ich habe bezahlt und ich kann Teegeruch nicht ausstehen. Ich frage mich ernsthaft, wie Sie die überlebt haben. Ohrstöpsel.